Also er bringt es einfach sehr locker, humorvoll und mit einigen Geschichten rüber, die das Ganze nochmal auflockern und es auch einem leicht machen, die zu lernen und zu behalten, die Inhalte dann auch wieder. Und ja, macht Spaß, da dabei zu sein. Ich bin die Johanna, bin 29 Jahre alt, bin Sonderschullehrerin. Ja, bin jetzt gerade schwanger, mein Kind ist unterwegs und ich bin aufs EPE gekommen, da ich einen Überschnitt gesucht habe zwischen Sonderschullehramt, also ich bin als Sonderschullehrerin tätig, und meiner Arbeit mit alternativen Heilmethoden. Und da habe ich eben auch noch nach mehr körperlichen Aktivitäten oder Werkzeugen, besser gesagt, gesucht und ja, bin hier fündig geworden. Also es sind Methoden, die hier gelehrt und gelernt werden, die eben ganz tief greifen, die tief ins Unterbewusstsein einwirken, ja, aber die einfach auch ganz leicht und effektiv zu erlernen sind und auch effektiv wirken. Und ja, man geht da einfach auch so richtig ins Gefühl rein und eben auch in den Körper rein. Ja. Das ist eben auch gerade dieser Aspekt, der mir wichtig war, dass der eben auch zum Vorschein kommt. Ja. Und so lösen sich die Dinge auch nach und nach und die Blockaden, ja, sind sehr schnell. Es muss sehr schnell los. Also im Seminar, da fühlt man sich gleich herzlich willkommen und aufgenommen. Und es war jetzt auch das Schöne, dass wir hier eine recht kleine Gruppe waren von 20 Leuten. Und ja, das war einfach eine lockere und herzliche Atmosphäre, wodurch dann auch der Daniel natürlich dazu beigetragen hat, durch seine offene, humorvolle und lockere Art, und ja, es war rundum schön.